Yo, Leute, ihr habt es euch gewünscht und ihr bekommt es. Da ist er, der einzig wahre Fischerlum. Und ich natürlich auch. Und heute werden wir hier diesen Typen hier spielen, beziehungsweise mit dem Typen gemeinsam spielen. Es geht nämlich um den, der ist zu einem Burger geworden. Komischerweise hat er nur ein einziges Brötchen, auf der anderen Seite hat er Käse und Salat. Aber er sagt, dieser Burger hat mich gefressen und hat mich selber in einen Burger verwandelt. Springe rein und entkomme. Na gut, springen wir in den Burger rein und gucken, wie wir da entkommen können. Oh Gott. Es wird wieder verrückt, Leute, okay? Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Da ist Fischerlum sogar schon am Tanzen. Perfekt. Super. Schauen wir uns das an. Jetzt sind wir im Inneren von einem Burger gelandet und springen jetzt hier sozusagen über ein, gegrilltes Fleisch, so wie es aussieht. Lecker. und haben hier nochmal ein weiteres Brötchen. Oh, das Brötchen muss man aufmachen, damit man da durchkommt. Okay, jetzt müssen wir hier durch den Würstchen-Parcours. Ich wollte schon immer mal über Würstchen springen. Und was auch ganz interessant ist, sind diese ganzen Bacon-Scheiben hier unten. Uiuiui, okay. Hier haben wir Salami und hier haben wir einfach... Oh mein Gott, das ist so Senf einfach. Kann man da seitlich ans Brötchen... Oh nein, kann man nicht. Ich dachte, man kann vielleicht eine kleine Abkürzung machen. Aber da müssen wir tatsächlich über einen Hotdog mit Senf... Oh, was? Oh mein Gott. Das hätte ich niemals... Ah, der andere ist auch hingefallen. Oh mein Gott, Fischerlum hängt mich ab. Ich muss schneller nach vorwärts gehen. Wir müssen durch diesen Burger hier durchkommen. Ich frage mich nur, warum hat dieser Burger eigentlich einen Hotdog gegessen? Kann das Fischerlum uns beantworten? Oder diese Spiegeleier einfach? Na gut. Machen wir hier bei den Spiegeleiern weiter. Oh, da hat Fischerlum leider hingelegt. Eieieiei, okay. Da sind wir jetzt sozusagen weiter vorne und laufen hier die Salami hoch. Okay. Das hier sind, oh, das sind so Gabeln einfach, die so Bacon aufgespießt haben. Okay, ich verstehe. Junge, dieser Boden sieht auch so komisch aus. Oh mein Gott, das hier ist eine Fritteuse. Okay, muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn man die Gabel berührt, dann stirbt man, oder? Weil die Gabel ist doch spitz. Spitz wie eine Gabel. So, was haben wir hier? Ein Checkpoint, nicht vergessen. Oh, warte mal, funktioniert der überhaupt bei mir? Ich weiß gar nicht. So, wir gehen mal drauf auf die Pommes, auf die Pompoms. Pompoms, man könnte auch Bonbons sagen, aber das machen wir heute nicht. So, wir sind jetzt hier wieder auf der... Diese Salami-Treppenstufe sieht richtig cool aus. Das hier sind, was ist das überhaupt? Sind das Fettpartikel? Ist das einfach irgendwie so ein bisschen schmieriges Fett oder so? Keine Ahnung. Aber hier geht wieder eine Tür auf. Alter, diese Tür ist schon cool, muss ich sagen. So. Oh, der Käseraum. Junge, das ist einfach so ein richtig viereckiger Käse-Käseraum. Und hier muss man einfach über diese... Ah, lol, was? Man kann hier einfach so drüber laufen, ohne überhaupt zu springen. Guck mal, ich springe nicht mehr. Was? Wie ist Fischerlum hier denn überhaupt gestorben? Oh Gott. Okay, hier geht's, glaube ich, nicht ohne zu springen. Oh, und jetzt kommt nochmal ein schwierigerer... Oh, okay, alles klar. Fischerlum kommt uns hinterher. Er springt wie gewieft. So, hier haben wir wieder einen weiteren Tomato-Tunnel. Oh, was ist das hier? Ist das der Salatabteil hier? Da schauen wir mal, was Fischerlum und ich hier mal zu finden haben. Ist das hier zufälligerweise... Oh, der Salatabteil mit Pommes. Okay, gehen wir mal rein, die gute... Ah, das sieht so dumm aus, wie man hier diese Leiter hochgeht. Das sieht so aus, als ob wir einfach so hochschweben würden. Warte mal, ich versuche... Guck mal, ich und Fischerlum, wir sind einfach komplett gleich gerade. Wir fliegen einfach diese Treppe hoch. Hä? So richtig dumm, ey. Okay, wir machen weiter. Da sind wir auch schon oben angekommen. Und da ist ein weiteres Brötchen. Oh Gott, okay. Was haben wir hier? Oh, Alter, das ist einfach ein Barbecue-Grill. Okay, wir probieren unser Bestes. Springen wir drüber. Es sind einfach wieder so Fleischkoteletts, über die wir hier springen. Aber unten ist diesmal kein Bacon, sondern das sind so richtige Lavasteine. Nun, oh! Oh mein Gott, Fischerlum ist einfach da drauf gesprungen, aber da geht's nicht weiter. Oh Gott, wir müssen hier über diesen Pfannenwender da oben hin. So, und dann hier drauf. Okay, kommt Fischerlum uns hinterher? Wo ist denn der? Ist er wieder? Er ist wieder gestorben. Okay, er wird es schon schaffen. So, wir springen hier erstmal über saftigen Bacon. Okay, easy going. Ganz, ganz gewiefte Sprünge. Ich finde es voll cool, dass wir voll viele so Saltos machen immer beim Springen. Okay. Jetzt kommen heiße Gabeln. Ich glaube, diese heißen Gabeln, die sind nicht mehr so nett. Die können dich tatsächlich zergabeln, wenn sie dich treffen. Oh, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Einfach dran vorbeilaufen, ne? Yo, Fischerlum macht das hier richtig wie so ein Olympia-Renner, gell? So wie bei der Olympik. So, jetzt hier ab auf die Würstchen. Oh mein Gott, Fischerlum ist aber am Boden gefallen. Okay, ab auf die Würstchen. Es geht los.
Wuhu! Oh, da ist, glaube ich, Fischwolle schon wieder gestorben. Wir gehen weiter. Die Würstchen kommen. Die Würstchen kommen und... Oh mein Gott, ist das hier der Burgerhimmel? Oh mein Gott, guck mal, da unten sind überall Pommes einfach. Ist das hier der Burgerhimmel? Hallo? Klopf, klopf, wer ist da? Ein Burgerhimmel, kommen Sie rein. Okay, was haben wir da? Oh, Junge, wild. Was sind das? Das sind einfach so, was, das sind so schwarze Brocken, die da runterfallen. Oh mein Gott. Okay, schnell, weich ihn aus. Nein, Fischalarm. Er ist schon wieder gestorben. Oh, 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 man muss aufpassen. Fischalarm, pass da unten auf. Pass auf. Okay, er hat es überlebt. Gut, gut, schnell. Jetzt muss ich aber hier ganz, ganz schnell hoch. Fischalarm, du schaffst es, los. Da springt er. Er springt wie eine Eins. Guck mal, wie er diese Saltos macht. Er kommt. Da ist er. Und er ist oben. Juhu. Okay, weiter geht's. Wir gehen weiter. Okay, was haben wir da? Das hier ist eine riesige Fritteuse. Kann man die ausschalten? Nee, kann man nicht. Okay, es sind wieder die Pommes, über die wir hier springen. Aber ich bin gewiefter Pommes-Springer, sodass ich sogar ein paar übersprungen habe. So, das hier sind, glaube ich, Corn Dogs. Das ist so einfach, das sind so, oder normale Würstchen? Würstchen am Spieß? Ich liebe Würstchen am Spieß. So viele Fleischsachen in diesem Spiel hier. So, was haben wir hier? Ist das hier etwa... Oh, ein Schaschlik-Spieß? Das sind doch Schaschlik. Was macht... Hä? Wir sind doch am Anfang in einen Burger reingegangen. Warum hat der Burger auch Schaschlik-Spieße gegessen? Das frage ich mich. Was war das für ein verrückter Burger? Oh mein Gott. Okay, okay. Zack. Da muss man jetzt aufpassen. Das ist echt ein bisschen tricky hier. Aber wir fallen hier wieder auf... Hä? Was ist das hier für ein Baconboden? Oh nein. Das ist... das wird hier schon langsam echt verrückt. Ich glaube... Das hier ist sogar der Abteil, wo wir jetzt runterrutschen müssen. Komm, Fischalarm, da ist er. Oh mein Gott, der hat es einfach geschafft. Okay, let's go, Fischalarm, wir springen runter. Ab die Rutsche, das ist die Beckenrutsche. Wow, Junge. Okay, okay, wild, 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 wild. Wow, oh mein Gott, nein. Was? Oh nein. Komme ich jetzt wieder bei der Rutsche raus? Oder habe ich es geschafft? Nein, ich muss nochmal neu rutschen. Warum das denn? Warte mal, ich probiere es nochmal. Ich lande. Okay, jetzt muss ich es aber schaffen. Ich darf hier nicht rausfliegen. Leertaste drücken. Oh, ich bin drin geblieben. Oh mein Gott, das ist ja richtig schwer, hier drin zu bleiben. Und das hier ist das Gewinnerzentrum. Sind einfach so drei Häuser, gell? Fischalarm, wir haben es einfach geschafft. Wir haben einen Burger überlebt. Oh Gott, okay. Was haben wir hier? Wir haben klassischerweise hier diese Dinger wieder zum Laufen. Mal gucken, ob wir... Oh mein Gott, wir haben hier zwei Sitze. Fischalarm und ich haben es ganz schön gerockt. Dann haben wir hier ein Jump-Pad mal wieder und Speed-Pad. Damit sind wir auf jeden Fall schneller unterwegs. Wir checken nochmal kurz ab, ob die Häuser vielleicht noch ein geheimes Secret mit dabei haben. Aber so wie es aussieht, haben wir es tatsächlich geschafft. Im Shop gibt es, glaube ich, auch keine besonderen Sachen, außer die Sachen, die es sowieso immer gibt, wie den fliegenden Teppich. Aber das war es jetzt erstmal für heute. Das war eine weitere Obby mit Fischalarm, die ihr euch gewünscht habt. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute, und ciao!